Ich heiße Robert, ich bin 27 Jahre alt und Chemiker. Ich spiele gerne, weil ich mich gerne in solche Situationen hineinversetze, zu Immersionszwecken zum Beispiel, und mit oder gegen Leute irgendwelche Herausforderungen bestehe. Und mein Lieblingsspiel ist der Ringkrieg, weil ich diese Simulation des Kriegs aus der Herr der Ringe sehr gut finde. Ich bin der Ilja, 31 Jahre alt und von Beruf Statistiker. Am Spielen gefällt mir, dass man sich dabei immer wieder mit anderen Leuten im Wettstreit messen kann. Mein Lieblingsspiel ist Tichu. Das ist ein kleines Kartenspiel, bei dem man mit einem Partner zusammenspielt. Mein Name ist Michael, ich bin 32 Jahre alt und von Beruf Physiker. Ich spiele gerne, weil man so mit Freunden viel Zeit verbringen kann. Mein Lieblingsspiel ist die Burgen von Burgund, weil es zwar ein Würfelspiel ist, aber trotzdem nicht derjenige gewinnt, der das meiste Glück hat. Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen mit drei Mitspielern von unserem Team, dem sogenannten In-Team. Wir sind eine Gruppe, die jetzt seit mehreren Jahren an den Deutschen Brettspielmeisterschaften teilnimmt. Die Deutschen Brettspielmeisterschaften werden jährlich ausgerichtet vom Spielzentrum Herne. Das ist eine Veranstaltung für Mannschaften a vier Spieler normalerweise. Unser vierter Spieler ist heute leider verhindert. Und dabei werden immer moderne Gesellschaftsspiele gespielt, üblicherweise welche aus dem aktuellsten Jahrgang. An den Meisterschaften nehmen 36 Teams teil aus ganz Deutschland. Ja, die letzten zwei Jahre hatten wir das Glück, das Turnier für uns entscheiden zu können, und sind deswegen jetzt bei der nächsten Stufe, bei den Europameisterschaften dabei. Die finden in knapp zwei Wochen in Essen auf der Spielemesse statt. Okay, wir haben uns alle eigentlich über diverse Spieleabende kennengelernt. Es gab zum Beispiel diesen Offenspielabend in der Spielkultur, da haben wir die meisten von uns sich gegenseitig das erste Mal gesehen. Und dann hat man sich halt auch privat mal getroffen, und irgendwann haben wir dann auch gesagt, dann machen wir es auch als Team bei diesen Meisterschaften. Also mit diesem Team waren wir jetzt schon viermal bei den deutschen Meisterschaften. Im ersten Jahr waren wir nicht besonders erfolgreich und hatten eine hintere Platzierung, konnten uns dann im nächsten Jahr gar nicht qualifizieren, und ja, als wir dann wieder dabei waren, haben wir direkt den zweiten Platz geholt. Und ja, die letzten beiden Jahre konnten wir dann die deutsche Meisterschaft gewinnen. Als Qualifikation gibt es deutschlandweit verschiedene Turniere. Da kann man sich anmelden und hinfahren. Das ist erstmal ganz offen. Und dort qualifizieren sich dann meistens die ersten beiden Teams für die deutsche Meisterschaft. Bei den Meisterschaften spielen wir alle vier Spiele, jedes einmal. Und zwar immer gegen jeweils drei verschiedene Mitspieler aus verschiedenen Teams. Und am Ende werden die Gesamtergebnisse einfach zusammenaddiert und in eine Gesamtwertung gebracht, und das Team mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann das Turnier. Also man hat schon ein bisschen mehr Druck bei diesen Meisterschaftsspielen, aber im Endeffekt geht es jetzt nicht um irgendwelche wahnwitzigen Preise, sondern es ist halt immer noch hauptsächlich eine Spaßveranstaltung. Also man hat natürlich schon den Ehrgeiz, dann auch gut abzuschneiden, aber man ist nicht übermäßig nervös, denke ich. Ein bisschen vielleicht. Gegen Ende des Turniers, oder werde ich zumindest, immer noch ein bisschen nervöser, weil man bekommt dann mit, wie haben die anderen Teams abgeschnitten. Man weiß ja auch genau, wie viele Punkte man selber hat. Und dann tauscht man sich halt aus und bekommt mit, ja, man hat Chancen, vorne mit dabei zu sein. Ja, und dann steigt natürlich so ein bisschen die Nervosität, und dann will man im letzten Spiel alles geben, damit man auch den ersten Platz holt. Ungefähr zwei Monate vorher beginnen wir üblicherweise mit dem Training, wobei wir zunächst einfach nur die Spiele kennenlernen. Wir treffen uns ein- bis zweimal die Woche, entweder privat oder bei dem offenen Spieleabend in der Spielkultur. Spielen die Spiele ein paar Mal so und unterhalten uns dann im Anschluss ein bisschen darüber, wer was richtig oder falsch gemacht hat, was einem so aufgefallen ist. Wenn wir die Spiele trainieren, achten wir immer so drauf, auf welche Weisen hat denn jemand gewonnen, hat er irgendwas Besonderes gemacht, was dazu führte, dass er besonders viele Punkte bei dem Spiel gesammelt hat und dadurch Erster geworden ist. Und wenn wir dann so etwas finden, dann versuchen wir das natürlich zu trainieren und zu gucken, ob es vielleicht einen Konter gibt, dass man, wenn jemand anders das macht, dann doch eine Chance hat zu gewinnen. Und ja, das ist halt so ein evolutionärer Prozess. Man fängt am Anfang an, hat erstmal, wie er schon gesagt hatte, spielt man das Spiel einfach so. Und nach findet man immer mehr heraus, wie man das Spiel optimieren kann. Also gerade wenn man so dann doch langsam dem Meisterschaftstermin näher kommt, dann sitzen wir danach irgendwie noch eine halbe Stunde und überlegen, was jetzt genau der entscheidende Punkt war, warum etwas nicht geklappt hat bei dem einen oder was jetzt dem anderen zum Sieg verholfen hat.